Wie man sonst machen. Man muss ja, nein, man darf das irgendwie nicht so ernst. Also man muss das schon ernst nehmen, wenn man so die Reben anschaut. Eigentlich ist das traurig, oder? Ich habe auch schon den Zuschauern gesagt, es ist jetzt einfach so, wir genau. Können es nicht ändern. Schönen guten Morgen. Achtung! Schön Achtung. Gerade fahren, Achtung, ja. Eine riesen Ladung. Oh, und etwas ganz, ganz Tolles. Nämlich, das sind unsere Balken. Wunderschön! Schöne, 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 teure Balken. Ja, die Preise sind auch bei uns gestiegen. Aber ja, für was, dass wir diese Balken brauchen? Jetzt müsst ihr mal schauen, was da los ist bei uns. Ha! Baustelle im Weinkeller Schwarz. Ja, was gibt es, Andi? Was machen also so, wir raus? Wenn es einem langweilig wird und man nichts zu tun hat vor dem Herbst, dann machen wir ein kleines Labor, wo es schön warm ist im Winter, genau. Und ich ganz entspannt meine Analyse machen kann. Ja. Und die Gläser waschen. Das ist so, genau. Ja, das ist der Rohbau. Ich bin da, aber so kommt's. Ja, die Balken, die kommen dann hier drauf und dann eine schöne Decke. Und wenn es fertig ist, sehen wir das sowieso. Genau, das zeigen wir natürlich. Jetzt haben wir mal Zeit, um etwas zu bauen, zu machen. Ja, sonst wird es langweilig. Sonst wird es echt langweilig. Und das würde ja gar nicht gehen. Denn ja, es ist schon so, der Herbst lässt auf sich warten. Und deshalb hat Andi gesagt, hey, weißt du was, anstatt da sitzen und Däumchen drehen, beginne ich das Labor zu bauen. Was will man jetzt sagen mit dem Wetter? Es ist Wetter. Das Wetter ist Wetter. Wir haben aufgehört, uns darüber zu nerven oder ja. Egal was auch immer. Es bringt alles nichts. So, also wir haben gedacht, ja, heute machen wir verschiedene Sachen, und zwar Schafe zügeln. Ja. Was wir zuerst machen wollen. Und dann schauen wir endlich mit euch an, wie die Trauben aussehen. Es ist etwas, was euch interessiert. Und uns mich, auch. Uns natürlich. Interessiert natürlich auch, genau. Was ist passiert. Weil ja, wie weit sie sind, wie viel es hat und... Also extrem ja. Viel nachschauen sind wir nicht gegangen nach den Ferien. Nein, die Motivation ist nicht so... Genau. Ja, es so, hat also nicht viel gebrochen. Gehen wir zu den Schafen. Genau. Gehen wir zu den Schafen. Zu unseren kleinen Lieblingen. So, die Schafe, die kommen jetzt dann hier hinein, in den Malbec. Und ja, Malbec sieht zurzeit so aus. Ja, Achtung, hat Strom drauf. Also ich bleibe hier. Du bleibst okay. Hier, ne? Ja. Das ist Malbec. So sieht das aus. Hat extrem viel eingeschlagen. Also es hat noch Beeren, da bin ich echt froh. Ja, so sieht das aus. Das hier sind nicht kaputt, es sind im Farbenschlag. Tatsächlich, die Trauben sind langsam im Farbenschlag und sie werden blau. Es dürfte schon ein bisschen schneller sein. Ja, die Schafe sind am Warten. Und es hat nochmals einen kleinen süßen Nachwuchs gegeben. Guten Morgen! Schön! Föwe! Hey! Hast du da Strom drauf gegeben? Nein, wo ist das Zucker? Ah, da oben. Hat keinen Strom drauf, ja, das würde ich wissen. Babeli? Grüezi, oi! Ja, jetzt ist es Zeit, dass wir sie zügeln. Sie haben schön abgefressen. Auch das Laub, das Gras.
der Bock muss ganz genau schauen, was da alles läuft. Wir werden sie nachher in den Malbec einhaken. Das heißt, wir werden diesen orangen Zaun, da machen wir auf, dann laufe ich mit den Schafen rüber. Den Merlot müssen sie nicht abfressen, aber, also das Gras, aber einfach den Malbec. Und, ja. Und dann können sie wieder arbeiten. Schlecht. Schöne Baumstämme. Wow. Das Holz könnten wir auch gebrauchen, ne? Das Holz könnten wir auch gebrauchen. Der Traktor ist so laut. Das Holz könnten wir auch gebrauchen. Ja. Aber nur geschnitten. Also habe ich auch gedacht beim Runterlaufen. Ja, ja. So, also Plan ist, wir nehmen den Zaun zusammen und dann laufen wir mit den Schafen nach vorne und diesen werden wir wieder anbringen. Ne? Genau, so ist irgendwie der Plan. Ah, blaue Beeren. Blaue Beeren. Müssen wir schauen. Jetzt sind wir hier im Pinot. Das sind die Pinot Trauben, die wir haben. Und wow. Blau. Sie sind blau. Endlich! Mitte August werden sie blau. Also was haben wir? Anfang September. Hey? Ja, also schon noch, ja, jetzt ist der, heute ist der 1. September. 1. September. Ja. Was will man dazu sagen? Nein. Also das Thema Farbumschlag. Schauen, so sieht es hier schöner aus. Farbumschlag ist eigentlich Mitte August. Und er hat schon mal angefangen. Der Farbumschlag, aber jetzt ist wieder eine kalte Phase gekommen, abgestoppt Farbenschlag und jetzt warten die einfach und werden irgendwie vielleicht blau. Oder sie werden auch nicht blau. Priska, schöne Schafe? Ja! Du bist so verträumt am Schafenzählen. Ja. Nein, jetzt habe ich gerade so die kleinen Böcke angeschaut und nein, schöne Schafe. So, also. Also, machen wir. Dann nimmst du die Kamera. Zack. Ich filme, du arbeitest. Das finde ich eine ganz gute Aufteilung. So. Hey. Die haben alle Blätter weggefressen, um die Trauben, damit es schön trocken ist. Und auch, dass der Botrytis keine Chance hat, irgendwie noch die letzten schönen Beeren kaputt zu machen. Achtung, hopp. Gibt's denn das? So. Oh. Einmal entwirrt. Ist lustig, die Schafe sind. Die sind schon im Malbec. Die wissen wohin. Ja, ich habe es Ihnen vorhin gesagt, bitte Richtung Malbec. Bitte zum Malbec. Jetzt sind sie da. Also, der Malbec beginnt jetzt dann gleich. Also von dem her, super. Und sie genießen es. Ja. Ganz verspielt. So. Machst du hier den Haken rein? Ja. Dann rufst du sie. Ich gehe nach vorne. Ach, du gehst nach vorne. Fremen! Sehr
ist das halt dieses Jahr. Wenigstens haben die Schafe Freude im Rettberg. Nein, es ist schon ein mühsames Jahr, ganz klar, aber wir nehmen das, was es gibt, und ich denke, das, was wir bekommen, ist dafür umso besser. Man muss positiv denken. So, in der Zeit, Priska die Schafe vorne hält, mache ich hier den Hag rein. Hier ist auch, das ist die Junganlage Merlo, die ich gemacht habe. Ist jetzt im dritten Jahr. Und das hier sind noch 10 Reihen Bienenohr. Hier haben die Schafe noch einiges zu tun. Die fressen dann wirklich alle Blätter ab. Und zwar fressen die wirklich alle Blätter ab, so wie ich sie auslaube. Und ich muss das ja nicht mehr machen. Das Auslauben, das ist wirklich das, was dann die Schafe machen oder tun sollen. So, das ist der Sinn von unseren Schafen. Wollen wir die haben. Ja, und es ist schon so, das Jahr gibt es wirklich nicht viele, viele Trauben. Man muss einfach das nehmen, was es gibt. Und man kann eh gar nichts mehr dagegen machen, man kann nichts dagegen tun. Jetzt ist man einfach hier, man schaut noch ein bisschen zu. Und im Herbst sehen wir es dann, wie viele Trauben es gibt oder gegeben hat oder wie viel es geben wird oder es gegeben wird haben. So, irgendwie so. Das hat super geklappt, bin ich sehr froh. Also gut, die Schafe, die kommen wirklich immer schön, wenn man sie ruft. Zwischendurch bekommen sie dann auch ein bisschen trockenes Brot als Belohnung natürlich. Das muss einfach so sein. Und wir hatten jetzt doch die letzten paar Wochen immer wieder gezügelt, und die Schafe wissen genau, wenn wir auch kommen und ihnen rufen, dann sind sie gefragt. Oh, ja. Armes Mäuschen. Da hat es eine tote Maus. Wir haben auch Katze. Wir haben auch Katze. Ja, logisch, aber die ist, glaube ich, unter das Auto gekommen. Ja, nein, das sieht man echt nicht oft. Oh, armes Mäuschen. Also, ich hole noch den anderen Stückchen, ein Stückchen fehlt noch. Ja. Und ich hole schnell den kleinen Teil, und glaube, Priska erzählt doch ein bisschen über den Malbec. Das hier ist auch nicht Malbec. Nein, Merlo. Das habe ich gerade gedacht, ja. Malbec haben wir eigentlich schon thematisiert. Ja. Das ist genau. Sieht alles so aus. Ja. Super. Das muss ich euch jetzt nochmals erzählen. Nein, Scherz. Also da drüben, da oben ist die Einfahrt von Maingut. Das ist der Malbec. Und jetzt ist. Nein! Hol du den Zaun! Ich weiß schon, wo welche Sorte ist. Und gleich nebendran ist der Merlo. Da gibt es den Rabenschwarz draus. Ja. Und den haben wir vor, was ist das jetzt, 4 Jahren gepflanzt. Schon 4 Jahre. Und jetzt haben wir ihn umgestellt, auf Naturwuchs eingestellt. Das heißt, die Pfähle, die ganze Anlage ist relativ tief, damit wir dann später einmal, wenn es einen schönen Ertrag gibt, Vollertrag, mit dem Vollernter durchgehen können. Und es ist auch für uns eine Arbeitserleichterung, und man hat mehrere kleinere Beeren, auch für die Farbe natürlich sehr, sehr positiv. Und ja, da haben wir einfach die kleinen Stämme angebunden am Stickel. Und jetzt so rausgezogen. Ist natürlich noch nicht fertig, denn muss noch ein bisschen mehr wachsen. Und ja, ich denke, das kommt sehr gut. Wir haben auch schön große Abstände zwischen den Reihen, was natürlich auch wieder mit dem Fahren dann alles ein bisschen einfacher macht. Ja, und das ist eben der Merlo. Ihr seht auch bis und mit den Metallpfählen, und nachher kommt noch der Pinot Noir um das Rebhaus. Und ja, so sieht das bei uns momentan aus.
Handy ist auch schon so weit. Hey, heute Morgen haben wir echt einen Wahnsinnsverkehr. Das ist unglaublich. Handy kommt auch schon wieder. Jö, das ist ein Mini-Zaun, den er da schwingt. Jö. Also. Ja. Wir sehen uns Stereo. Genau. So laufen wir, wenn wir filmen. Durch den Rebberg und überhaupt. So, wir arbeiten jetzt. Du kannst abstellen, ich filme weiter. Okay. Fertig gequasselt und Unsinn gemacht, jetzt wird gearbeitet. Ja, was will man sonst machen? Man muss ja, nein, man darf das irgendwie nicht so ernst, also man muss das schon ernst nehmen, wenn man so die Reben anschaut. Eigentlich ist das traurig, oder? Aber ich habe auch schon den Zuschauern gesagt, es ist jetzt einfach so, wir können es nicht ändern. Wir können einfach das nächste Jahr können wir versuchen, es besser zu machen, aber... Ja, aber das Wetter auch, hä? Das Wetter auch. Also Petrus, hä? Also, es ist immer auf zwei Seiten das Problem. Genau, das ist so. So, also. Und das Stück, das reicht jetzt, schon? Ja, ja. Ich hoffe es. Und es muss sich noch mal eins organisieren. Du, wir sehen jetzt dann gleich. Bin ich mal gespannt. Hervorig, ja, perfekt. Aber nicht viel, 1 Meter. Ja. Aber es reicht. Genau. Denn die Schafe haben ja wirklich jetzt im Malbeck genügend Gras und können auch noch ein bisschen auslauben. Ja. Ja, schön, wenn die blau sind. Mal schauen, wie süß die schon sind. Ach, lohnt sich nicht. Also, noch keine Beeren stibitzen, beim Winzen im Rebberg ist noch nicht reif. Ja, es lohnt sich nicht. Und dieses Jahr hatte ich sowieso schon zu wenig, also ja, wäre schön, wenn die Trauben noch dürften hängen. Ja, das ist das Thema Haifisch. Die Haifisch. Ja, du musst die Haifische wieder ins Gehege lassen. Ja, genau. Wir können bei den Schafen eine Flosse auf die Rücken binden. Nein, das schneiden wir raus. Schon haben wir die Lage gewechselt. Wir sind jetzt hier im Naturmuchs, im Höppler und schauen uns mal da an, was die Trauben, die Reben machen. Wie sieht es aus, Andi? Viel besser, viel besser. Schöne Trauben, hätte ich einen schönen Farbenschlag. Wunderbar, wunderbar. Klar, auch hier hat es eingeschlagen. Zwischendurch hat es auch ein paar kaputte. Aber ich sage, ganze Trauben selten beim normalen Schnitt. Das ist unser Naturwuchs. Ich habe auch schon ein paar Mal erzählt von dem, was wir hier machen. Das ganze wilde System und wächst anders, funktioniert tiptop. Genau. Das ist noch unser. Möchtest du das zeigen? Ja, wollt ihr sehen? Da drüben ist es. Soll ich es zeigen? Ja, ja. Also, Achtung, nicht erschrecken. Sind 3 Testreihen. Die haben wir schon gesagt. Das sind 3 Testreihen. Das sind ja die Kompost-Tee-Versuche beim Pinnenaar. Es hielt wieder oben durch, alles wieder schön grün. Unten das Laub, ich sage, also fast alles weg. Trauben hat es praktisch auch keine. Es hat schon ein paar, aber. Es hat ein paar, aber fast kein Laub. Ja. Ist ein Versuch gewesen. Totalausfall hier, aber man kann es kombinieren. Also zum Glück sind es nur 3 Reihen, die du da getestet hast. Das hier ist der Pinotin, der robuste Pinot Noir, eine pilzbestandsfähige Sorte. Man sieht auch hier,
das Laub hat gekämpft, auch pilzwiderstandsfähige Sorten haben auch das Jahr ein bisschen gelitten. Und war Traktor, den kennt ihr schon. Ne? Heute wieder. Traktor, Auto, Andi, Priska. Ich bin ein bisschen motiviert. Wo ist sie hier oben? Seht ihr das? Ich hoffe, es ist da drauf. Dieses helle, gelbe, heiße Ding, das wir wieder einmal sehen, das ist voll der absolute Wahnsinn. Es ist so Motivation, so ja. Die Sonne, ah, schön, wunderbar. Und auch ja, hier mal. Sieht auch meine, es, was habe ich gesagt beim Haus? Ich weiß gar nicht, 50% habe ich vielleicht gesagt, Verlust. Ja. Es ist eigentlich mehr, ich war schon echt optimistisch. Aber hier gibt es 50%. Nein, ja, schön. Sind wahrscheinlich diese 50%. Genau, ja, ja. Genau. Ich muss schon sagen, diese Anlage, das Jahr hat uns vermutlich rettet uns auch wieder nach. Wieder einmal mehr. Wieder einmal mehr. Das ist so. Bis in die Wanne. Ja. Gibt auch hier Trauben. Das ist ganz schwer. Riesigslawanne war dieses Jahr extrem schwierig. Also, ich glaube, es spielt keine Rolle, ob man biologisch Pflanzenschutz macht oder das konventionelle. Riesigslawanne echt überall schwierig, schwierig. Aber auch hier, es gibt Trauben, es hat Trauben, es hat auch keine Trauben. Nein, es gibt alles. Also, ich bin froh, alles gesund aus hier in dem Mutt. Ich hatte schon Angst, dass hier drin bei vielem Laub, dass viele Laub eigentlich nur noch Kompost gibt und gar nichts mehr gibt. Also. Na, hier sieht es auch schön aus. Da. Ja, komm, ich zeige nur die schönen Trauben. Ja, nein, das sieht gut aus, soweit. Ich muss ein bisschen hinhalten. Ja. So schön. Schön. Gibt was. Schöne Trauben. Schöne Trauben. Ah, schon motiviert. Ist schon motivierend, ja, wenn es noch ein paar Trauben gibt. Also. Ja, besonders hier, wenn man da eben den Naturwuchs sieht, dann ist das schon, Gott sei Dank, ja. Ist man nicht wütend, nimmt man gerne, besonders dieses Jahr. Ja, super, hey. Super. Also wir haben eben schon ja gemerkt, die Rotweine, also allgemein, die Reben haben jetzt wieder ein bisschen einen Stillstand. Jetzt, wo die Sonne scheint, wir haben jetzt diese Woche und Anfang Mitte nächste haben wir wirklich warmes Wetter und ich hoffe, dass dann auch das Ganze mit dem Farbumschlag ein bisschen vorwärts wieder geht, mehr ins Rollen gerät. Denn ja, Heute hat jemand gefragt, wann wird geerntet dieses Jahr? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Eine Diagnose stellen zum Ernten. Keine Ahnung. Ich kann es euch echt nicht sagen, wenn geerntet wird. Also ich denke, wir werden das ziemlich wahrscheinlich relativ spontan dann entscheiden. Genau, ich vermute, es wird so sein wie früher, vor 20 Jahren. Hm. Kalter Herbst, kalte Finger beim Rebenschneiden, es zittert alles und es regnet noch und Nebel und nah. Mal schauen, was passiert. Wir lassen uns überraschen. Wir machen es so. Rudi Carell, lass dich überraschen. So, nein. Ja. Okay. Ja. Ja, das ist ein... Ja, wenn ich das wieder sehe, es gibt Trauben. Es gibt schon wieder Hoffnung. Ja, ja. Ja, nein, es ist so. Also jetzt ernsthaft. Also, ja. Wenigstens hier. Also, ich glaube. Ja. Wir gehen jetzt in den Apro. Genau, das haben wir uns verdient. Ja. Wir hatten jetzt gerade noch die Firma Kiburz bei uns mit den Elektromobilen. Mega tolle Fahrzeuge. Ich glaube, wir müssen uns auch so ein Teil anschaffen für in die Reben. Ja, schauen. So. Brumm, schnell, kurzfristig genau. In die Reben hüpfen und springen. Genau. Ja, die waren jetzt hier, waren begeistert und haben auch wieder etwas von uns lernen können. Also lernen auch Informationen über uns selber natürlich, wie wir alles machen. Und ja, jetzt haben wir uns den Apro echt verdient. Genau, es ist auch so heiß, also ich bin gar nicht mehr daran gewöhnt. Ja, jetzt musst du nicht jammern. Gut. Schöne also, Sonne, schöne Sonne. Wir machen fertig und freut euch auf das nächste Video. Wir waren eine Piwi-Degustation vom Piwi-Verein. Wir haben ganz viele Weine probiert. Ja. Nächster Film, wo kommt, ihr wisst, was kommt jetzt. Freut euch und macht eine Flasche auf, genießt das schöne Wetter. Das und Wochenende. Und macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schalt dich um für die Sonne.
muss sein. Ja. Schön, schön warm. Wunderbar, wunderbar. Also, danke vielmals fürs Zuschauen und tschüss!